Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stepford County Railway. Das Spiel, was sich tapfer auf meinem Kanal hält und alle 50 Jahre mal ein Video von kommt. Heute fahren wir die Route 002 von Connect. Das ist die insgesamt zweite Route, die ich wirklich insgesamt in diesem Spiel freigeschaltet habe. Und zwar von Stepford Central nach Port Benton. Ja, vielleicht haben wir ja irgendwann mal alle Routen auf diesem Kanal. Wahrscheinlich unwahrscheinlich. Weil ich in nächster Zeit wahrscheinlich eher kein Recht mehr freischalten werde. Weil ich einfach nicht aktiv spiele. Immer für die Videos hier eben. Man vielleicht sieht, ich sollte jetzt genau die Erfahrung haben, die ich am Ende der letzten Folge gehabt habe. Einfach kein Spiel, weil ich aktiv mehr spiele. Trotzdem schönes Spiel. So, jedenfalls nach diesem ganzen Vorgeplänkel und natürlich dem obligatorischen lasst ein Abonnement und ein Like da. Klar. So, nach der obligatorischen Werbebotschaft zu Beginn, quasi, fahren wir jetzt nach Stepford Central tatsächlich. 100 fahren. Wir fangen jetzt Stepford Central an und, genau, und fahren dann einfach bis Benton, wie wir es schon kennen, und dann nach Port Benton. Genau. Das ist, nichts Besonderes, der neue Streckenabschnitt, den wir haben, ist Benton, Port Benton und den sind wir, glaube ich, sogar schon Waterline gefahren. Aber hey, ist eine schöne Route. Ich glaube, wir haben jetzt inzwischen alle Hauptrouten sind wir schon mal abgefahren, meine ich. Deswegen, danach haben wir, glaube ich, wirklich alle. Was sehr schön ist. Jo. Ja, ich glaube, sonst haben wir alles tatsächlich. War schön. Und wir fahren mit meinem Lieblingszug. Finde ich echt am schönsten. 5 Wagen haben wir hoffentlich. Denke ich. Sollte man für unterwegs wissen. Ja, man soll in solchen Kopfbahnhöfen, auch in der Realität, wird da eigentlich immer sehr weit vorgefahren. Aber hier ist das immer ein bisschen kritisch. So. Ja, ich finde das eine schöne Position. So können die Leute hier noch, selbst ich hier noch aussteigen. Hier. Hier vorne. Genau. Service to Stepford Victoria has been cancelled. This is due to a member of the ohne Wand kann man aussteigen. Ja, Benton E. The train now standing halten wir eigentlich einen Angel Pass? Wir halten den Angel Pass, also halten wir überall. Benton A. Ach, das sind, ist ja die Wagennummer quasi. Stepford East. Das ist eine kurze Linie. Die Zwischenhalte. Frage. Hey. Konnte es fast sehen. Fuck. Ich meine natürlich. Mist. Ey, da daus. Ey, da daus. So, muss ja jugendfreundlich sein. Ey, da daus. Zappalut. Uzifix. So. Toller Tag, nicht wahr? Jedenfalls, schöner Zug. War doch. Wir müssen jetzt hier diese enorm lange Wartezeit hier gerade abwarten. Es tut mir leid, dass ich gerade Nonsens rede. Ja, wir fahren gleich jedenfalls nach Stepford East. Und vielleicht testen wir mal, wie viel Verspätung wir am Ende haben werden. Wartewetten. Jetzt solltet ihr alle einen Kommentar schreiben. Wie viele Minuten werde ich Verspätung haben? Ich rechne mit 2 Minuten. Es wird sich immer so im Rahmen von 0 bis 5 Minuten wahrscheinlich befinden. Jetzt also nichts, wo man große Wetten drüber abschließen könnte. Außerdem, Glücksspiel kann süchtig machen. So. Interessantes Gebäude da. Kann sich ja auch immer so ein bisschen umschauen, da kriegt man mal eine andere Perspektive. Mein Gott, wirklich C-Start gut. Oh. Ich hab doch gedrückt. Ich hab gedrückt, du Volldepp. War das eine rote Ampel? War das, ne? Rotes. Okay, das ist jetzt peinlich. Nee, fast nicht. Das war jetzt peinlich. Wir haben ein kleines System halt auf der Strecke gemacht. Da den Knopf gedrückt kurz vorher noch. Hat er aber wohl nicht mehr gemerkt, oder wie? Da seltsam. Einfach seltsam. Okay. Ich würde jetzt sagen, es ist ein Bug, aber wahrscheinlich war ich das selbst schuld. Wie eigentlich immer. Wir sind ja aber schon am Bahnhof Stepford East, also so viel Verspätung kriegen wir jetzt dadurch gar nicht, durch diesen zusätzlichen Halt, sag ich jetzt mal. Wir haben rote Signal, das ist sehr ungünstig. Wir wollen also in den Bahnsteig einfahren, aber nicht weiter. Wir haben keinen Dispatcher, das ist ganz praktisch.
muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich völlig falsch halte. Bowdoin, Coxley, Benton und Port Benton. Sag mal, wie viele Wagen wir haben. 5, glaube ich. Danke. Ja, und 5 ist eh dasselbe. Ich glaube, ich habe nur Züge. Und 5. Dann hätte er. Lokomotive. 68. Gras 68 ist das. Das ist auch die einzige Lokomotive, die ja bei Connect eingesetzt wird. Du ja nach Stepford Central, ja wohin auch sonst. Fährt hier natürlich durch in Stepford East. Manche halten ja danach in St. Helens Bridge. Mir ist übrigens aufgefallen, dass die ganzen Routen, die vor nach Leighton Stepford Road geführt sind, geführt waren, wie auch immer, jetzt alle nach Leighton City verlängert wurden. Quasi. Oder beziehungsweise. Ich glaube sogar, die enden jetzt alle in Leighton City. Ganz interessant ist, die haben also quasi den Hauptbahnhof gewandelt. Finde ich interessant. So. Vielleicht kommen wir sogar pünktlich an den St. Helens Bridge. So, links sieht man da hier die abzweigende Strecke hier nach High Street. Dann im Endeffekt hoch nach Stepford UC und Whitefield, genau. Wir haben gleich rot. Muss ich schnell bremsen, sonst ist es ungünstig. Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Aua. Das ist jetzt peinlich. 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 Einfach peinlich. Anders kann man es nicht nennen. Warum ist. Ich muss den Fahrplan einhalten. Warum ist noch Umzug davor, du? Meine Herren. Meine Herren. Das ist ja mal wieder peinlich hier. Guck mal. Sinnvolle Nachrichten hier mal wieder. Was ist, glaube ich, sogar verboten. Das ist mir egal. Ist der auf Video? Mein Gott. Soll ich da zensieren? Tut mir jetzt leid. Nee, ist ja kein englisches Video. Da, also da schaut wohl kein Moderator zu. Ich glaube, niemand anders ist so gemein und würde das jetzt reporten. Und wenn doch, dann schämt euch bitte. Was macht man nicht. Schön für die 5 Wagen. Bisschen Verspätung ist immer in Ordnung, ne? Kommen wir durch die schönen Banner-Indicator da oben. Ganz selten. Angekommen. Nee, solche Übersetzungshelfer nicht sinnvoll. Angekommen. Und einfach das Englisch belassen. Das wird jeder genauso gut verstehen. Und wenn man es nicht versteht, dann soll man es lernen, mein Gott. Ist jetzt ein Wort. Ist nicht so schwer. Jedenfalls wird es dann hinpassen. Interessiert, wie viele Sprachen das Spiel hier übersetzt wurde. Eine gute Frage, die man bestimmt irgendwie beantworten könnte. Habe ich keine Lust drauf. Muss man nicht immer haben, ne? Man kann auch mal Fragen unbeantwortet lassen. Immer hier Willi will's wissen oder so spielen. Gibt's hier noch? Eine Sekunde. So. Ach ja, stimmt, da war ja letztens vor ein paar Jahren dieser Skandal, beziehungsweise wurde so eine Art Skandal angehängt. Ich erinnere mich. Ich weiß nicht mehr, was das genau war. Jedenfalls viel Trubel um wenig Zeugs. Wie immer halt. Wie immer, wenn man im Internet irgendwas anheizt. Da wird alles hochgeschaufelt. Da kann es darum gehen, weiß ich nicht. Um die korrekte Bezeichnung einer mit beispielsweise Konfitüre gefüllten Teigproduktes. Keine Ahnung, was das für ein Teilprodukt ist. Puderzucker. Calling at Bowdoin, Coxley, Benton and Port Benton. This train is formed of 5. Of 5, bing. So. Ja, we are now at Angel Pass. Waren Sie null Passagiere, wie immer. Es ist ja so viele Leerzüge fahren, dass sich das rentiert hier für Stepford Country Railway. Also da sollte man schon mal mehr Kampagnen machen, dass hier mal Leute mitfahren. Also ist ja unglaublich. Leere Züge, immer und immer. Ja, so die eine Minute Verspätung am Ende haben wir jetzt schon mal sicher. Durch meine kleine Notbremsung. Es lag aber auch daran, dass das Signal rot war. Wer kann denn damit rechnen, dass ein Signal rot ist? Also bitte, nur weil vorher auch schon mal ein Signal rot war. Zwar wie versprochen, ein paar andere Perspektiven mal. Ja, ist auch ganz nett so. Wo sehe ich dann nicht, wenn ein Bahnhof kommt? Das sehe ich unten immer. War jetzt nicht so schön. Ja, das ist da die
Department of Observation. Das hört sich wie so ein KGB an. Oder Stasi oder Geheimdienst. Aber nicht so einer von der guten Sorte. So. Ja, ich fahre jetzt 125, klar. Warum eigentlich? Ach nee, es ist fürs mittlere Gleis. Der Bahnhof ist neu. Das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Dann die habe ich nicht. Ja, ein bisschen weiterfahren. Es gehört zum guten Ton. Machen die Zugfahrer doch immer. Ja, siehste. Ist doch in Ordnung. Prozent. Wir können echt lange Züge halten, du. Weil, ja, vielleicht 6 Wagen doch. Vielleicht 7, 8. 8 wird, glaube ich, knapp. Irgendwie 7 Wagenzüge oder so können ein. Das ist schon ordentlich, du. Müsste aber das Stop sein, weiter hinten sein. Trains are handy, Mayor of Bowdoin. Wow. New Bowdoin. Das ist, jedes Zugausbauprojekt immer. Man hängt einfach New davor, so ungefähr. Verschlechtert die Taktzeiten, macht vielleicht ein, zwei Direktverbindungen mehr, im 2-Stunden-Takt oder so. Und dann hat man das neue, bessere Transportnetz, New Stadtname einfügen. Weil man hat ja optimiert. Das nennen die dann Optimierung, die streichen die Hälfte der Verbindung und fügen dann so ein, zwei ganz nette Neuerungen ein und dann hat sich das verbessert und alte, wie man dann sagt, so irgendwie alte, unnütze Verbindungen wurden zugunsten besserer und wertvollerer Verbindungen, bessere Ausgabe des Geldes eingestellt oder so. So immer so. Müsst ihr mal drauf achten. Im Bahnhof da ist immer noch. Wir brauchen immer noch U-Bahn hier, ganz ehrlich. War schon interessant. Wird man zwar diese hässlichen Städte nicht mehr sehen. Wunderschönen Städte nicht mehr sehen. Okay, wir fahren ja eh mal durch. Bisschen ungünstig hier. Also wir halten ja quasi noch am Bahnsteig. Darf niemand vorbeikommen, das ist peinlich. Warum sind die drei Türen zu. Also bitte. Da steht doch noch eindeutig am Gleis. Genau wie das da. Also bitte. Ja, unglaublich. Unglaublich. Ein Skandal. Eider raus. So. Upp. Busan, von unten. Das ist eine Stadttour. Coxley von unten. Hier sehen Sie unten. Da sehen Sie unten. Ah, guten Tag, Bagender Zug. Ob die Internetverbindung von mir oder von diesem Herrn ist nicht so gut. Oder dieser Dame. Da ich dieses Problem noch nie hatte, glaube ich, erst ist von der anderen Person. Oder die ist ja auch einfach gerade ein Kaputtschnick. Ah, ja, mein Gott. Ich bin langsamer werden. Ja, fast wieder pünktlich hier. Fast pünktlich hier in Benton. Das ist ja mal was. Eine Minute Verspätung hier. Die obligatorische. Oder mit 15 im Bahnsteig ein, ganz ehrlich. Ja, also das ist definitiv nicht mein Verschulden, dieser Zug. Nee, ich glaube da. Entweder Server oder die andere Person hat, naja, deutsches Internet eben. Hat ja durchaus eine große Spielerbasis aus Deutschland, die ich. Eigentlich wirklich 6 lange Züge. Bin die bewusst drauf geachtet. Der einzige Bahnhof, den ich kenne, wo ein 6er Schild steht. Oder einfach nur S stehen für alle anderen, quasi. Good question, good question. Ah ja, Highspeed. Wir haben extra Schilder, stimmt. Sind ja auch länger, längere Wagen, da ist ja. Gibt schon Sinn. Ja, wir sind fast pünktlich. 40 Sekunden Verspätung nur noch. Wobei wir natürlich niemals in der Zeit nach Port Benton kommen. Ich weiß nicht, wer diesen Plan da macht. Von Benton nach Port Benton braucht es länger als eine Minute. Bin ich ehrlich. Waren ja aber schon die obligatorische 5 km/h zu schwer, zu schnell, aber es schafft manche in einer Minute dahin. Das Endbahnhof, das kann man doch großzügig sein, noch 2 Minuten machen. Noch in die andere Richtung ist ja ein großer Bahnhof, dann hat man ein bisschen Aufenthalt. Aber, eine Minute ist nicht genug. Ehrlich. Da ist ja die Benton Bridge.
Hier vorne ist jetzt Portbenton, genau. Ah, der Bahnhof wurde auch ein bisschen umgebaut anscheinend, glaube ich. Ja, doch, der wurde umgebaut. Ja, sieht doch auch nett aus. Habe ich nur nicht gesehen. Ja, halt an. Wird der wieder hier ein paar Türen hier öffnen können, oder? Lass ihn. Nee, doch. Wow, der ist intelligent. Ist ja mal was ganz Neues. Und auf dem Rückweg fährt man hier durch eine Kurve. Die zeige ich gleich noch. Wir werden gleich nicht nochmal zurückfahren, aber ich wollte euch die Rückfahrkurve auf jeden Fall noch zeigen. Ich gehe davon aus, es ist immer noch dieselbe wie damals. So kann man sogar theoretisch einen Gleiswechsel zu Waterline machen. Interessant, wusste ich nicht, dass das an Orten möglich ist. Das ist ja natürlich theoretisch. Rein theoretisch. Coxley, Bowdoin, Angel Pass, St. Helens Bridge, Stepford East and Stepford Central. Ja, ja. Auf 5 Cats. Das hat sie doch gesagt, oder? 5 Katzen. Not in Service, wow. Das steht ja auch auf vielen Zügen, die not in Service sind, steht da trotzdem irgendeine Zielanzeige drauf. Habe ich schon oft genug gesehen, also. Abgestellte Züge haben gerne die seltsamsten Ziele drauf. Machen ja oft nur kurz dann auch Abstellung. Aber auch langfristig abgestellte Züge sieht man doch oft mit echten Zielen auf der Anzeigetafel. Müsst da mal drauf achten. Das wollte ich zeigen. Ah, das haben sie auch ein bisschen verschönert. Also hier kann man doch durchaus noch einen Bahnhof machen. So in eine Richtung so. Gibt glaube ich auch noch nicht einen Bahnhof, der nur in eine Richtung bedient wird, oder? Glaub nicht. Ja, noch mal was. Was ist denn da? Nö, es ist nicht so schön gemacht. Ja, jedenfalls ist das hier diese Kurve. War schon mal ganz nett. Hier ist auch so ein Banner-Indicator, damit kann man theoretisch was anfangen. Man kann aber auch einfach hier gucken, wie das nächste Signal aussieht. Denn da können die kein Signal machen, anscheinend oder so, und stattdessen funktioniert das dann quasi als Vorsignal zur Ankündigung. So. Wir halten jetzt noch in Benton und dann, lassen wir so ein bisschen die Folge ausklingen, sag ich mal so. Deswegen sage ich jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zu einer anderen Folge. Ansonsten kann ich natürlich auch alle meine anderen Videos auf meinem Kanal empfehlen. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen wirklich. Und, ich sag noch nicht tschüss. Ich warte jetzt, bis wir halten hier. So. Jetzt sage ich tschüss.